Happy Birthday to us. Wir feiern Geburtstag. Das Sevi hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, Cinema Paradiso, unseren Filmpodcast von Under the Silver Screen, gibt es mit dem heutigen Tag so ziemlich genau ein Jahr. Und ich hätte mir vieles gedacht, aber nicht, dass wir das schaffen, so wirklich das durchzuziehen, ja, alle 14 Tage einmal eine Episode zu machen und das Ganze ein Jahr lang. Das ist ein bisschen ein besonderer Tag, deswegen auch ein bisschen eine besondere Episode. Die Besetzung allerdings ist auch nach einem Jahr sehr, sehr gleich. Also ich bin der Martin, mir zugeschaltet aus Graz, wie immer, der Mann, der seine Masken garantiert nachhaltig in Portugal produzieren lässt, Severin Dringel. Servus, Sevi, hallo. Davon kann man natürlich ausgehen, dass das so ist. Servus. Hast du die ganze Geschichte ein bisschen verfolgt? Hashtag Kliman und so? Weil das ist ja eigentlich dein Feld, oder? Mit, also welche Geschichte ist das jetzt genau? Finn Kliman, unser Darling, der Influencer, der plötzlich, weiß ich nicht, aus irgendeinem blöden Grund entschieden hat, dass seine Fassade, die er sich so gebaut hat, mit von wegen, wir wollen alle nur Gutes und deswegen, ja, wo der Böhmermann, genau. So ausgesagt hat. Das hast du mitverfolgt, oder? So, ein bisschen, ja. Auch wenn ich den Jan Böhmermann in dem ganzen Szenario auch nicht 100% okay finde, da habe ich schon durchaus so meine Kritikpunkte, aber das wollen wir an dieser Stelle jetzt auch nicht unbedingt besprechen. Nein, aber das, ich habe mir gedacht, ich hole es trotzdem rein, weil es genau eigentlich genau deine Generation sein müsste. Na, auf jeden Fall. Also ja, vor allem auf Twitter, also ich bin ja jemand, der auf Twitter sehr aktiv ist und viel unterwegs und da war das an dem Tag, wo es passiert ist und auch in den Nachwehen natürlich gang und gäbe. Das kann ich mir kannst du dir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe immer so Momente, wo ich mir denke, Twitter, nein, danke. Ja, ich habe mir ich bereue diese Entscheidung keine einzige Sekunde. Danke in der Nachfrage. mir geht es wirklich viel, viel besser. Ansonsten viel, viel los in der Welt im Moment, vor allem auch im Filmbusiness natürlich. Wir kommen wieder, also ich bin jetzt wieder ordentlich im Meer ins Kino gehen. Schon eigentlich seit geraumerer Zeit. Ich bin allerdings wieder einmal, und da werden wir dann später noch einmal ein bisschen zu reden kommen, ich bin wieder einmal ein bisschen auf Krawall gebürstet, wenn ich so ein bisschen ans Kino denke im Moment. Aber da werden wir dann später noch genügend darüber zu reden haben. Ansonsten sehen wir ganz schnell, bevor wir in das Filmbusiness wieder mal abtauchen, und wir wollen das ja auch bei unserer so Jubiläumsfolge, wie man das ja immer sagen möchte, nicht auslassen. Planst du schon deinen Sommer? Mal so. Also ich habe ja noch bis in die Tiefen des Juli hinein meinen Zivildienst, aber das dauert ja jetzt auch nicht mehr allzu lang, was eigentlich krass ist, weil gefühlt habe ich gestern angefangen. Aber ja, der neigt sich dem Ende zu und danach habe ich noch schöne 2 Monate, bis mein finales Studienjahr dann an Fahrt aufnimmt. Deswegen, ich habe vor, nach Griechenland zu fliegen für 1-2 Wochen. Das wäre mein großer Wunsch, sollte langsam auch in die Konkretisierung gelangen, weil ich war noch nie dort. Generell gibt es zahlreiche europäische Städte, in denen gefühlt schon jeder in meinem Alter war, weißt du, die ganze Interrail-Geschichte und so, was irgendwie 50% meiner Freunde gemacht haben, direkt nach der Schule. Ich habe das leider ein bisschen verabsäumt, ich kann es immer noch machen, bis 26 ist es möglich. Aber so Budapest, Prag, Amsterdam, das wären schon so Städte, die mir auf meiner Welt- oder Europakarte noch fehlen und ich unbedingt einmal abhandeln will. Aber ob sich das alles in dem Sommer ausgeht, mal schauen. Wird wahrscheinlich auch nicht die Geldtasche, wird meine Brieftasche auch nicht unbedingt zulassen, aber ja, wäre schon so ein kleiner Traum von mir, wenn das alles sich ausgehen wird. Sehr schön. Und Griechenland aus Laune, aus Gründen? Ja, Griechenland ist ja mit Italien so als der Urlaubsort schlechthin im Sommer. Da wird ja oft drüber geredet. Und ich will jetzt auch endlich mal mitreden können. Okay, alles klar. Das ist immer, das sind die besten Motive. Ich will einfach mal dabei sein in der Konversation. Ja, sehr schön, sehr schön. Bist du Konzertgeher? So reingefasst. Jein. Letztens wollte ich mit einem Freund nach Wien zu einem Konzert fahren, von der Popband Run Republic. Aber oh ja, da war ja was. Genau, die haben es leider 1,5 Stunden vorher gecancelt, nämlich über ihre Instagram-Story. Da sind wir schon im Auto gesessen und waren beim letzten Mackie vor Wien. Und bitter. Wie habt ihr dann den Tag verbracht? Wie habt ihr das dann gerettet, diesen Tag, diesen Abend? Frusthaufen. Verständlich.
Verständlich. Das ist ja übrigens, gell, liebe One Republic Member, solltet ihr das hören, das ist eine Arschlochaktion, gell? Ganz ehrlich. Ich meine, eine verschwindende Stimme merkt man in der Früh. Ich bin selber, ich weiß, wovon ich rede. Ja, das weiß man in der Früh. Und das braucht man nicht hinziehen bis 16.30 Uhr. Ist nicht notwendig. Das deswegen man, bin ich ja gar nicht mehr so scharf drauf, falls das Konzert nachgeholt werden sollte. Da wäre ich auch schon sehr dankbar für Gutscheine. Aber I feel you. Mal sehen. Ich hab eine sehr ähnliche Situation vor ein paar Jahren miterlebt in Wien, allerdings auch damals im Gasometer mit einer irischen Band, die sich Codaline nennt. Mhm. Mit denen habe ich das Gleiche mitgemacht. Die haben plötzlich angefangen, Sachen absagen. Und das mag ich gar nicht. Also die Zuverlässigkeit ist ganz, ganz wichtig. Und die haben dann einen Nachholtermin gespielt. Der war dann auch wieder verschoben. Und dann halt nicht. Dann macht es einen Schmarrn allein. Generell, ich bin ein großer Konzertfan. Ich habe auch schon wieder ein paar Karten. Freu. Mal schauen, wie lang. Das ist immer so eine Sache. Nein, tatsächlich. Wir haben im Juni zwei Sachen. Ja, da bin ich doch sehr, sehr guter Dinge, dass das passt. Ich habe mich entschlossen, zu meinem Geburtstag mir das selber zu schenken. Wieder mal nach, wie lange ist das jetzt her? 12 Jahren. Habe ich den Herrn schon einmal bei uns im Kongresscenter in Villach gesehen. Damals unplugged, nur mit Gitarre und Klavier. Mhm. Reinhard Fendrich. Ui. Das war richtig, richtig nice damals. Da war er richtig gut. Ja. Also wirklich nur er mit Gitarre und sein Pianist. Ganz, ganz seltsam und ganz intim. Echt cool. Und jetzt ist am 11. Juni am Abend im großen Festspielhaus in Salzburg mit großem Symphonieorchester. Und das werde ich mir einfach mal anschauen. Das freut mich. Ja. Das ist echt cool. Und ein paar Tage später geht es zu meinem süßen Liebling nach Italien, nach Laibach, genauer gesagt zum Zuckerrohr. Den habe ich mittlerweile schon. Mhm. Puh. Das vierte Mal sehe ich ihn jetzt. Also der ist einfach cool. Wenn Zuckerrohr bei euch spielt, geht's hin. Der ist cool. Ja, also cool. So ganz, ganz viel eigentlich schon geplant. Und das ist aber tatsächlich ein Thema für ein anderes Mal. Lieblingskonzerte, beste Konzerterlebnisse, habe ich einiges zu erzählen. In Kombination mit Musikfilmen vielleicht. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da startet die Ende Mai, Jana. Da können wir dann sicher reden drüber. Super Elvis, cool. Meinst ja, du? Genau. Ja, der ist sicher genau. Nicht, ich weiß nicht, ich bin nicht sehr optimistisch, was den Film betrifft. Vor allem, weil Tom Hanks einen ganz komischen Charakter spielt, glaube ich. Ja, der, genau. Oscar-Bass, glaube ich, nicht zu überbieten ist. Und ich weiß nicht, warum Tom Hanks das immer noch machen muss, aber. Warum? Weil es Tom Hanks ist. Ja. Weil Tom Hanks auf Nummer sicher geht. Seit 20 Jahren. Tom Hanks mit Hut, das, ich weiß nicht, das klickt nicht mehr. Nein, Tom, das war diese alte Diskussion, die ich schon ein paar Mal geführt habe mit Bekannten von mir. Welchen Tom magst du lieber? Von den großen zwei. Und ich bin immer auf Cruise. Immer. Ich weiß, der ist schauspielerisch schlechter wie Hanks. Überhaupt keine Frage. Aber Tom Cruise geht nicht auf Nummer sicher. Und das macht Tom Hanks seit 20 Jahren. Er macht nur das, was möglichst viele Awards bringt. Und das mag ich nicht so gern. Aber Forrest Gump eigentlich, weil Forrest Gump ist eigentlich mit so seine, also auch Oscar-Bait, keine Frage, aber ja, klar. Eine mutige Rollenentscheidung. Ja, und das klingt immer so negativ, der ist ja super in allem, was er macht. Das ist ja jetzt nicht blöd, der war in Saving Mr. Banks gut, der ist auch so eine betige Rolle war. Der war vor allem in Captain Phillips fucking amazing, ganz einfach. Das kann man schon so verstehen, aber ein bisschen Risiko hätte ich halt manchmal gern bei ihm drinnen, so. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Vielleicht spielt er ja in ein paar Jahren einen Marvel-Bösewicht. Bitte nicht. Deine Überleitungen sind super, Sevi. Danke. Ich nehme sie jetzt aber nicht auf. Du hast zwei Reviews da geschrieben. Ja, also nur kurz zum... Wow, das möchte ich hören. Der will ein bisschen... Also das sind ja schon sehr alte Filme, deswegen werde ich da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber ich habe mir gedacht, nachdem ja viel Müdigkeit bei mir vorhanden war, die letzten Monate und ich da nicht... Oft nicht mitreden konnte oder nichts zu erzählen hatte. Und ich jetzt wieder mal, das habe ich ja vor allem letztes Jahr sehr intensiv gemacht, alte Klassiker nachzuholen oder vor allem mich auf ältere Filme einzulassen, bevor dann die ganzen Awards-Filme starten. Nämlich habe ich mich diesmal Do the Right Thing, Spike Lee's, ich glaube nicht erster Film, aber zumindest der Film, der ihn so ins Rampenlicht gehievt hat, würde ich jetzt einmal so sagen. Ich weiß nicht, ob vorher noch irgendwas war. Könnt ihr mir jetzt nicht erinnern. Es ist auch mal auf jeden Fall der ihn ordentlich als Meister des so unter der Oberfläche politischen Films irgendwo. Ein Meister der Sozialkritik auf jeden Fall. Und ich finde, mit dem Film hat er den
er hat sich noch nicht übertroffen seit diesem Film, würde ich mal behaupten. Mhm. Ist und bleibt sein bester Film. Ich habe jetzt auch noch nicht alle gesehen, natürlich aus seiner Filmografie, aber von denen, die ich gesehen habe, ist Do the Right Thing, generell ist Do the Right Thing ein toller Film. Sehr menschlich, sehr bodenständig. Es passieren schon sehr verrückte Sachen in dem Film, aber er fühlt sich einfach sehr authentisch und real an und ich glaube wirklich, dass das genauso war in dieser Gegend, mhm, wo verschiedene Kulturen, verschiedene Hautfarben, verschiedene, ja, also verschiedene ethische Herkünfte aufeinandertreffen. Das ganze Thema mit Daniel Aiello ist übrigens unglaublich in dem Film, finde ich. Mit Daniel Aiellos Pizzeria und so, dann Spike Lee's Charakter. Spike Lee spielt auch selber in dem Film mit. Ich habe auch nicht gewusst, bis ich den Film gesehen habe, dass der überhaupt jemals selber geschauspielert hat. Mhm. Und der macht das auch echt super. Er schaut da aus wie 18, ist aber auch schon über 30. Ja, aber stimmt. Der schaut immer, der ist also einer, der nicht wirklich altert, weil, ja, keine Ahnung, der schaut einfach immer jung aus. Auf jeden Fall, ja, na, toller Film, ist mir sehr nahe gegangen, aber wenn ich da jetzt nicht, diese Welt kenne ich natürlich nicht und es ist auch nicht mein Place, da irgendwie mitzureden, aber ich finde schon, dass ich dadurch, auch wenn es mittlerweile tausende solcher Werke gibt, zum Beispiel die geniale Sozialkritik-Serie Atlanta mit Donald Glover, die ist ziemlich ähnlich und ich würde auch sagen, dass er sich sehr viel von Do the Right Thing und von Spike Lee generell abgeschaut hat, aber na, hat mir sehr gut gefallen, vor allem eben, weil der Film so menschlich ist. Hast du den Film jemals gesehen? Super, ich habe den aber gesehen, das ist aber sehr, sehr, sehr lang her. Das war nämlich tatsächlich einer meiner ersten, wie ich so angefangen habe, mich für Filme auch zu interessieren. Ah ja. Weil mir immer gesagt worden ist, eben, diese Schiene des politischen amerikanischen, afroamerikanischen Kinos muss man unbedingt gesehen haben und der Film ist ja nur ein Jahr älter als ich. Dementsprechend war das so ein guter Anfänger. Ja. Das ist schon sehr lang her. Das ist definitiv zu lang her. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, wie du eben das gesagt hast, mit seither sein bester Film, aber du wirst wahrscheinlich sogar recht haben. Es wird schon so sein. Ich habe jetzt gerade seine Filmografie aufgemacht. Ich könnte da jetzt nicht einmal dagegen reden. Das passt schon so, glaube ich. Old Boy ist vielleicht noch besser. Ja, genau. Nein, tatsächlich, so blöd das klingt, aber der Einzige, der dort so... Ja. Malcolm X. Bei Kleinsmann war schon cool. Malcolm X ist vielleicht dann noch. Ja, Malcolm X ist halt eine super Biografie, gell? Die ist halt echt gut und die hat halt einen super Nensel. Aber so von dem her war ja am ehesten noch Black Kleinsmann. Am ehesten. Der hat mich damals gut erwischt. Der hat mich damals richtig gut erwischt. Ja, der ist ein sehr solider Film auf jeden Fall. Und man merkt an der Inszenierung und an dem Thema, die Spike Lee auch in dem Film, ich glaube, der ist von 2018, ja. Anspricht, dass sich seitdem seit 30 Jahren, wo Do the Right Thing entstanden ist, nicht so viel getan hat. Leider. In diesem Bereich. Ja. Deswegen umso aktueller und erschütternder eigentlich fühlt es sich an, wenn man diesen Film schaut. Also Do the Right Thing ist sicher kein Film für die, wie soll ich sagen, für die leichte Kost. Das ist schon, das nein, geht nein. Schon ein. Das ist schon ein Schlag ins Gesicht. Nichts für ein erstes Date, gell? Nein, also muss ich ehrlich sagen. So skurril und witzig er teilweise auch sein mag, aber ja, der trägt dich schon zum Nachdenken an. Jo, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Das macht auch der zweite Film, den du gesehen hast, finde ich. Sehr, vielleicht sehr gut. Nicht auf die Art und Weise, aber ja, zumindest erzeugt er Spannung und erregt dich sofern in Gedanken, also erregt sofern deine Gedanken oder dich zum Nachdenken an, weil du nicht weißt, was auf die zukommt und was passieren wird. Und der Film ist eigentlich sehr unberechenbar dafür, dass er von Anfang der 2000er ist und ein generischer Thriller, weiß ich nicht, ist er nicht. Collateral. Könnte er sein. Ist es aber nicht. Es ist Michael Mann, es ist Jamie Foxx in vielleicht der besten Rolle, in der ich ihn jemals gesehen habe, weil Jamie Foxx ist normalerweise er spielt immer sehr exzentrische Charaktere, wo er als Ray Charles, auch wenn er in der Rolle genial ist und absolut aufgeht, aber das ist halt wieder so eine Biografierolle. Das ist halt wo er sich halt einfach verwandelt und niemand anderer hätte Ray Charles spielen können, sind wir uns genau. Und in Collateral spielt Jamie Foxx aber genau eine andere Figur. Er spielt einen Taxifahrer, der Träume hat und zeitgleich auch humble ist und der wirklich er kennt ihn in Los Angeles, durch Spielterfilm, kennt er wie seine Westentasche und er will wirklich, dass die Leute eine gute Zeit haben, während sie bei ihm im Taxi sitzen. Also der ist wirklich er spielt wirklich einen sehr ruhigen, introvertierten, netten
Menschen in diesem Film. Und das war mal eine willkommene Abwechslung, weil ich Jamie Foxx sonst eher als Bösewicht oder exzentrisches Arschloch gewohnt bin. Mhm. Ich sage nur Baby Driver, da habe ich ihn schrecklich gefunden. Okay. Auch wenn ich den Film mag. Ja. Und Tom Cruise, ja, eben, Tom Cruise auch in einer ganz anderen Rolle. Also so oft hat er noch keinen Bösewicht gespielt. Deswegen fand ich es einfach mal cool, so diese zwei Schauspieler, die eigentlich immer ihre Signature-Roles, auch wenn sie super Schauspieler sind, erfüllen und ausfüllen. Tom Cruise halt seit 20 Jahren ungefähr, seit er halt ausschließlich nur noch in Actionfilmen zu sehen ist. Früher in Jerry Maguire und so war das natürlich auch anders. Aber das war so die Zeit, wo Cruise, glaube ich, schauspielerisch auch absolut Top-Tier war und, und den A-List dann angehört hat. Und ja, Collateral erzeugt eine echt coole Stimmung, Atmosphäre, Spannung und Tom Cruise kicks ass. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass er, also ich roote natürlich für Jamie Foxx in dem Film, weil, naja, ich habe auch, den moralischen Kompass habe ich dann irgendwo schon auch. Aber Tom Cruise, es ist jetzt keine eindeutige Sache. Also irgendwo will ich auch nicht, dass Tom Cruise, was er am Ende tut, er stirbt. Das darf ich ja sagen, es ist kein Spoiler mehr. Der Film ist ewig alt. Deswegen, ja, aber na, Collateral sollte sich auf jeden Fall jeder, vor allem Tom Cruise und Thriller-Fan anschauen, finde ich. Vielleicht sogar auch der bis jetzt beste Michael Mann-Film, den ich gesehen habe. Der ist schon ein Hammer. Der ist schon ein Hammer, ja. Der hat mich damals auch sehr, sehr kalt erwischt, ja. Style und dabei so ruhig und der nimmt sich auch schön die Zeit für so gewisse Konversationen und ist ein sehr intelligenter Film, ja. Gar nicht komplexer, finde ich. Man kann es sehr gut folgen. Nein, eigentlich gar nicht. Und nein, ich finde den auch. Ich finde den auch ganz, 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 ganz toll. Das ist einer meiner absoluten, ja, einer meiner Lieblingsfilme aus der Dekade. Ganz, ganz super. Ja, was bei mir, ich muss Anfang nächster Woche mal ein neues Update filmen. Es ist relativ viel schon. Ich habe relativ viel geschaut in der letzten Zeit. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht so viel auserholen. Ganz schnell ein paar kleine Eindrücke von gestern vielleicht, weil da habe ich zwei Filme gesehen, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, okay, da bin ich neugierig, was dahinter steht. Der erste ist The Sadness. Mhm. Das war, der ist schon länger auf meiner Liste gestanden, weil ich immer gespannt bin, was das Horrorkino mir so neu erzählt, wenn es sich wieder mal neu erfindet oder anscheinend nicht neu erfinden will, so wenn man so Pressetexten glaubt. Denn der Film ist ja so angekündigt worden, ist ein taiwanesischer Horrorfilm als der intensivste und härteste Zombie-Film ever. Mhm. Ja. Und das ist ja zum Teil, das ist ja nicht durchgehend und das ist viel Marketing-Blabla, weil der ist, also er hätte Luft nach oben. Ich finde den jetzt nicht großartig, aber ich finde ihn gut. Der ist neben dieser ganzen Splatterei, der so abfrühstückt und der ist zwischendurch wirklich nasty. Also da geht wirklich die Warnung raus an alle, die zart beseitet sind. Das ist schon intensiv. Also es gibt intensivere Filme, sage ich auch gleich dazu. Lasst euch da nichts erzählen von wegen, das ist jetzt der neue Serbien-Film oder so. Nein, nein, das ist der nicht. Aber der geht schon gut ab. Der geht schon gut ins Fleisch. Wirklich sprichwörtlich. Mhm. Also da ist auch vor allem, was in dem Film sehr, sehr nice ist, ist die sexualisierte Gewalt zwischendurch. Mhm. Puh, die ist schon teilweise grenzwertig. Und da gibt es auch so ein, zwei Einstellungen, die sein so sind, so ein bisschen zu provozieren. Abgesehen davon ist es aber eigentlich eine schöne Geschichte zu sehen, dass es einfach einmal keine Kompromisse gibt. Und ich mag sowas zwischendurch ganz gern. Und müsste jetzt das nicht jeden Tag schauen, um Gottes Willen. Aber ich finde, das kann man schon, wenn man das gewöhnt ist und wenn man sich dafür interessiert und sich da nicht abgestoßen fühlt von etwas, das ist schon, ja, der ist schon, hui, der hat schon so, wohl, der ist schon gut. Und viel besser ist natürlich der, den ich mir gestern auf Nacht angeschaut habe. Es ist nämlich, habe ich gerade vor einer Stunde die Review aufgeladen auf unserem Kanal. Das ist Everything Everywhere All at Once, der neue Daniels-Film. Ja. Zwischendurch der bestbewertetste auf Letterboxd aller Zeiten. Mhm. Ganz kurz mal. Und ich kann es verstehen. Wirklich? Ja. Der beste aller Zeiten. Ich kann es verstehen. Das ist ein fucking Masterpiece, der Film. Das ist ein absoluter Right. Ich kann das nachvollziehen, dass man den Film so einordnet. Ja. Mhm. Kann ich verstehen. Es ist zumindest, ich habe das in meiner Review so gesagt, es ist zumindest der kreativste und fantasievollste Zugang zu einem Film, den ich jemals gesehen habe. Okay. Das würde ich so unterschreiben. Heftig.
Statement, Mic Drop, ja. Okay. Wow, der ist echt cool. Der ist, ich bin mal sehr, sehr, ich möchte, was die Superlativen sind, immer gefährlich, weil die holen die relativ schnell ein. Aber ich würde einfach nur da sagen, ich glaube, dass man über diesen Film sehr, sehr lange sprechen wird. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ja. Er hat zumindest schon mal vorgedeckt. Naja, weil der macht sich eigentlich, der nimmt sich etwas vor und wir werden dann später nochmal ganz kurz drüber sprechen. Er nimmt sich eigentlich die Rettung des Kinos vor. Mhm. Er will uns eigentlich sagen, was abgesehen von Studio-Gedöns so alles geht, wenn man lost. Mhm. Ja, das wäre eine super Überleitung einmal, oder? Ja. Für unser Hauptthema. Dann nehmen wir sie doch. Was meinst du? Dann nehmen wir sie doch. Leg los, weil das Thema kommt nämlich von dir. Ja, weil also dieses Thema uns Filmliebhaber und Menschen, die in deren Leben Film und Kino schon eine große Rolle spielt und denen das auch wichtig ist, das, ja, eigentlich mich seit dem Start meines Filmliebhaber-Daseins ist das eigentlich präsentes Thema. Es wird immer wieder darüber diskutiert und geredet. Auf Twitter ist es überall und es ist eigentlich nur negativ die ganze Zeit. Und nie trifft der Spruch, früher war alles besser, finde ich besser als bei dem Thema. Selten, zumindest. Ja. Nämlich, dass das Kino ja ausstirbt, dass Boxoffice-Zahlen immer mieser werden, dass Filme vielleicht immer irrelevanter werden. Etwas, was mich als jemand, der sich vor allem auch aus Filmen, also von den Medien, die ich konsumiere, sind Filme schon eines, schon jene, wo ich am meisten Knowledge, am meisten Lehren draus ziehen will und kann. Nicht immer, aber oft oder manchmal trifft es schon zu. Bestes Beispiel ist für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber, und das ist jetzt auch schon eine Zeit her, aber Sound of Metal hat mich überwältigt, insofern, weil ich die Welt der Deafness, der Gehörlosen, ich glaube, so sagt man es, das ist der politisch korrekte Ausdruck, ja. Das hat mir das ein bisschen näher gebracht und ich glaube auch auf eine sehr authentische Art und Weise und das hat mich dann schon irgendwie dazu angeregt oder inspiriert, dass ich mir ein bisschen was dazu durchlese, Dokus anschaue, mich da einfach weiterbilde. Und das ist es nicht das, was auch die Schule im Endeffekt dann mit einem macht, denke ich mal. Deswegen, mir tut es halt weh, dass so wenig Interesse, dass das Interesse immer weiter sinkt am Kino und an Filmen. Und das wollte ich mit dir mal ein bisschen diskutieren und bereden, weil so positiv, also unser Podcast, und das ist auch gut so, dass vor allem in der Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir hauptsächlich Lobgesänge ausüben und uns positiv über gewisse Sachen und gewisse Figuren und etc. sofort äußern. Aber jetzt finde ich einmal, dass es an der Zeit ist, vielleicht ist das einjährige Jubiläum jetzt einmal der perfekte und ideale Zeitpunkt, um ein bisschen drüber zu sprechen, wie wir die Zukunft des Kinos und des Films sehen. Hm? Spannendes Thema. Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, die ganze Geschichte, weil es ein Thema ist, das mich schon sehr, sehr lange begleitet hat. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen länger da drinnen und ich merke natürlich, wenn man schon so gewisse Dinge einfach miterlebt hat und gesehen hat, in welche Richtungen sich gewisse Dinge entwickeln, dann sind wir da natürlich jetzt in einem Zeitalter, das sich fundamental zu dem unterscheidet, was da vor 10, 15 Jahren passiert ist, meiner Meinung nach. Denn diese, wovon man da ab und zu so spricht, diese Übersättigung an Franchises und so, ist ja ein großes Thema. Ja, es gibt im Kino nur mehr Franchises und es geht nur mehr das, was das Studio für profitabel findet, das wird halt gemacht und alles andere wird nicht. Das hat es früher eigentlich auch schon gegeben. Mit dem ganz, ganz großen Unterschied, dass sich früher diese Franchise-Geschichte irgendwann mal einfach totgeritten hat. Jetzt ist das ein bisschen ein anderes Phänomen, weil anstatt dass sich etwas totreitet, wird einfach nur mehr. Ja? Ist das eine Franchise mal fertig oder gibt es dort vielleicht einmal einen Eindruck, der nicht funktioniert, ist sofort das nächste wieder da. Das war früher vielleicht nicht so, zumindest nicht in der Dichte. Denn diese Superhero-Geschichte, diese Reboots, das hat es früher alles schon gegeben. Das ist alles keine neue Entwicklung des Kinos. Der große Unterschied ist wirklich einfach auch die Bedeutung von Marketing, der hat sich fundamental verändert in der ganzen Geschichte. Muss ich wirklich, also das ist ja unübersehbar. Die ganze Strategie und Herangehensweise an so eine Projekte ist jetzt mittlerweile ja viel langfristigere, wie es früher mal war. Heutzutage wird der Film nicht mehr als Einzelfilm geplant, sondern gleich schon als Reihe, als was kann man daraus machen. Und das ist eine Entwicklung, die schon bedenklich ist.
mittlerweile. Ja, weil früher, also ich finde es eben auch spannend, mit dir über das Thema zu reden, weil dann im Endeffekt doch ein paar Jahre zwischen uns liegen und du auch noch das ein bisschen mitgekriegt hast, was halt vor 10 Jahren noch aktuell war im Kino und ich jetzt halt in der Neuzeit das leider miterleben muss, wie sie die Box Office teilen. Also man muss sich ja nur die Listen, die diversen, anschauen. Ausschließlich Superhelden, Marvel, DC etc. Filme haben gute Box-Office-Ergebnisse. Und Filme wie jetzt zum Beispiel früher Braveheart, der war ja auch ein Riesenerfolg am Box-Office. Da will ich später noch darauf zu sprechen kommen. Ja. Aber der wird heutzutage nie im Leben so einschlagen, glaube ich, oder? Das ist. Nein, schau, es ist wirklich irgendwo. Eigentlich eine traurige Geschichte, vor allem wenn ich mit dir drüber rede, weil ich weiß, was du von dem Film haltest. Aber es ist seit 2009 kommt jeder Top Highest Grossing Movie of the Year in Amerika aus einem Franchise. 2009 war Avatar, das war Einzelfilm damals noch, auch als Einzelfilm bitte geplant. Mhm. Alles, was danach kommt, seit 2010 ist entweder Disney oder irgendeine Reihe exklusive, Achtung, 2014 American Sniper. Der war noch ein Einzelfilm. Alles andere kommt irgendwo aus dem Disney-Universum. Davor, weil man jetzt vielleicht sagen könnte, naja, vielleicht war das eine Anomalie oder so, 2008 war es The Dark Knight. Dann die Jahre davor Spider-Man, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Shrek 2, Lord of the Rings, Spider-Man, Harry Potter. Bis 2001. 1999 Star Wars und erst davor, vor 2000, haben wir dann Filme, die nicht zu einer Reihe gekehrt haben damals. Und zwar ausschließlich. Mhm. Und das ist schon eine Entwicklung, die man sich einmal vor Augen führen muss, dass es eigentlich seit Anfang unseres Jahrtausends eine absolute statistische Anomalie ist, dass der Film, der im Jahr am Boxoffice am besten funktioniert, nicht mehr zu einer vorher definierten und konzipierten Reihe gehört. Das sollte man sich einfach nur mal vor Augen führen und dann sich einen Rückschluss ziehen. Naja, wenn das halt so ist, wie werden natürlich die Studios operieren? Weil offensichtlich ist das, was finanziell einfach funktioniert. Und da wären es ja blöd, wenn es was anders machen würden. Klar, aber ich finde, ein paar Filme oder ein paar Reihen muss man dann schon rausnehmen. Zum Beispiel Star Wars war auch in den 70ern, als das angelaufen ist. Korrekt. War das damals auch schon ein Riesenerfolg. Und glaube ich, die originale Trilogie war bei jedem Teil immer Spitzenreiter, was diese Rankings betrifft. Korrekt. Und auch der Herr der Ringe, weil das war ein Franchise, das 3 Jahre, okay, ich nehme die Hobbit-Reihe jetzt raus, bewusst. Der hat ja auch nicht so gut funktioniert. Das war schon gut, also schlecht war er. Ne? Aber halt nicht in die Höhen, wo man es gedacht hat. Das stimmt und schon. Ja. Die ersten drei Herr der Ringe-Filme würde ich da jetzt auch rausnehmen, weil das hat ja einen ganz anderen popkulturellen, eine ganz andere popkulturelle Bedeutung. Eben na klar, vor allem Star Wars. Na klar. Schaut ja aus, was das ausgelöst hat in unserer Gesellschaft. Und ich würde jetzt zum Beispiel die ganzen Marvel-Filme, ich hate oft gegen Marvel und man muss ja auch irgendwo dankbar, also das hat, wer war denn das? Ethan Hawke hat das letztens in einem Interview gemeint, dass er sich alle Arten von Filmen gerne anschaut und auch Superheldenfilme, weil die sind im Endeffekt der Grund, warum das Kino noch lebt. Das sind die Filme, die das Geld reinschaufeln. Und so blöd das klingt. So sehe ich das halt auch, weil ich schaue sie mir vielleicht jetzt nicht gern an oder immer gern an. Es sind auch oft sehr gute Superheldenfilme dabei, das will ich gar nicht leugnen. Spider-Man No Way Home hat mir sehr gut gefallen. Nicht nur dir. Eben. Aber eben, deswegen sind Superheldenfilme und auch das Marvel Cinematic Universe, das nach wie vor, ich weiß nicht, ob das in einem Jahr noch so sein wird, mit Phase 4, Phase 5, Phase 6 etc. so fort, das halt nur immer am besten funktioniert und den ganzen Studios das benötigte Geld reinbringt, um weiter Filme produzieren zu können. Das darf man nicht vergessen. Das ist durchaus wichtig und deswegen haben die ja eine absolute Daseinsberechtigung. Also das möchte ich jetzt nur mal deponieren und klarstellen, dass vielleicht klingt es oft so, wenn wir uns drüber auslassen oder ein bisschen drüber reden, vielleicht klingt es auch manchmal ein bisschen prätentiös, wenn wir sagen, ja, Superheldenfilme ist immer das Gleiche. Im Endeffekt sind die der Grund, warum wir weiter über Filme, die uns besser gefallen, reden können oder dürfen. Das will ich nur einmal so klarstellen. Ich finde das ganz, ganz super, dass du das klarstellst, weil ich komme ja auch manchmal, muss ich ja ganz ehrlich sagen, in den Diskussionen ein bisschen so vor, wer Snob. Wenn ich mir immer denke, ich bin meistens so die Voice of nicht Reason, aber halt der Devil's Advocate vielleicht, der da so ein bisschen dagegen steht und sagt, naja, aber also, gell,
es ist halt so, dass in vielen Diskussionen mir dann Leute sagen, naja, aber das ist halt gut. Also es ist halt sicher, ist da eine Formel dahinter und überhaupt keine Frage, das wissen wir ja wohl auch. Aber das macht halt Spaß. Und ich gehe halt lieber, und das hat mir gerade letztens eine Kollegin gesagt, weißt, ich gehe halt lieber in Filme, wo ich weiß, was mir erwartet. Und ich weiß, dass das seine Fehler hat, aber ich weiß, dass ich da eine gute Zeit habe. Und ich habe nicht mehr das Geld für mich alle zwei Wochen in ein Kino zu setzen, sondern ich gehe einmal alle drei Monate und da gehe ich dann was, wo ich weiß, das passt. Und dementsprechend setze ich mich halt dann gerne in Doctor Strange rein, weil ich weiß, was ich kriege. Genau. Und deswegen, ja, das ist ganz eine wichtige Klarstellung, die du da bringst. Das soll überhaupt nicht überheblich klingen, überhaupt gar nicht. Das Einzige, was ich einfach immer kritisiere, und das mache ich mit Leidenschaft und mit Passion, ist einfach das, ich mag es nicht, wenn Filme noch Formeln und Checkboxen konzipiert sind. Das funktioniert vielleicht, das ist überhaupt keine Frage, das funktioniert und das finde ich ja, ist ja brauchbar. Aber es ist für mich nicht das Allheilmittel des Kinos. Da werde ich immer herstehen und sagen, also wenn das alles ist, was ihr an Kreativität auffahrt, dann haben wir ein Problem. Weil das ist Kino für mich nie gewesen. Kino war immer der Platz, wo man Stories erzählt, die anders sind. Ja, die mich auch mal woanders hinbringen. Und wo ich mir nicht nach 25 Minuten schon genau weiß, was als nächster passiert, weil ich die Formel kenne. Das ist es. Aber das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Ich bin auch ein Mensch, der das klingt immer so böse, wenn ich über das MCU zum Beispiel rede oder über das DCU ganz gerne. Wobei die gehen eine sehr interessante Route an der Stelle, muss man auch dazu sagen. Ich bin weit weg vom Hater. Ich finde ein paar Filme sogar wirklich grandios da drinnen in dem MCU. Wirklich grandios. Das ist nicht nur Spider-Man. Da finde ich mehr. Mhm. Echt. Also kann mich gut erinnern, das, was war denn das? Ja, Infinity War. Wow, richtig geil. Richtig geil, da bin ich drin gesessen im Kino wie ein kleines Kind. Guardians 2 vor allem. Boah, der hat mich echt gekult. Boah, der hat mich echt abgeholt. Da habe ich echt gedacht, wow, cool. Also ja, sicher, Marvel, aber das, hey, call me in. Deswegen bin ich da voll bei dir. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie provozieren oder auslösen, dass wir jetzt Marvel-Fanboyen. Ich finde, wir sollten unserer Linie schon treu bleiben. Na, das ist halt nichts mit Fanboys. Also, ich fühle mich halt auch oft wie ein Snob, wenn ich drüber schimpfe. Und vor allem als jemand, der erst seit zwei, drei Jahren wirklich intensiv Filmfan ist, klingt das vielleicht auch ein bisschen lächerlich und ein bisschen out of place. Aber das ist jetzt einfach mal nur, wurde ja einfach mal nur so stehen lassen. Gut so. Aber was, wenn Marvel dann auch nicht mehr funktioniert? Weil wir haben ja gesehen, Doctor Strange 2 ist ja wirklich grandios reingestartet. Ja. Ins erste, ins Opening Weekend. Ja. Aber dann in Woche 2 hat es einen signifikanten Drop gegeben. 70% hat, also weniger. Quasi, wurde eingespielt. Ja. Was mit zwei anderen Filmen, ich weiß jetzt gerade nicht, welche das waren, aber ein Negativrekord fürs MCU ist. Ja. Also irgendwo macht das schon ein bisschen die Marvel-Müdigkeit bemerkbar, die auch schon die seit Phase 4, glaube ich, finde ich, also seit Beginn von Phase 4 absolut vorhanden ist. Und da stellen wir halt schon die Frage, was, wenn Marvel dann in ein paar Jahren auch nicht mehr so gut funktioniert? Was machen die Studios dann? Ja, ist eine sehr interessante Konversation, weil die haben wir gerade letztens erst bei den Watchmen gehabt, wo wir es ja mit zwei Herren zu tun haben, die ja wirklich große Fans des MCU sind. Aha. Die selber schon gesagt haben nach Doctor Strange, sie haben so das Gefühl, man verliert so ein bisschen die Kontrolle drüber jetzt. Es wird ein bisschen beliebig. Aha. Und das ist gefährlich. Wenn du bewusst die Entscheidung triffst, gewisse Leute von vornherein rauszulassen, weil sie deine ganzen anderen Dinge nicht kennen und somit auch bei deinem neuesten Produkt nicht mehr vollständig zu 100% an Bord sind und dann das aber gleichzeitig verabsäumst, deine absolute Kernaudienz zu 100% abzuholen, dann kriegst du schon langsam Schwierigkeiten. Und ich glaube, da sollten sie sich schon langsam wieder einfangen. Weil ansonsten wird das ein Problem werden fürs MCU. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich stelle mir die Frage, weil, schau, die Avengers sind abgeschlossen, weitestgehend. Ich meine, es gibt immer die Chance, also neue Avengers können oder werden auch wahrscheinlich kommen. Na klar. Es könnte vielleicht Prequels zu den Avengers geben, also es ist alles noch immer möglich, aber so die Avengers, wie wir sie kennengelernt haben, gibt es nicht mehr. Das ist vorbei, das ist abgeschlossen. Schön und gut. Endgame war das Ende. Spider-Man mit Tom Holland. Die Trilogie ist jetzt auch fertig. Es wird zwar weitere Tom Holland und Spider-Man-Filme geben, aber werden die weiter so gut funktionieren?
I don't know, bin ich mir nicht sicher. Andere Einzelfilme, Iron Man, Captain America. Ich meine, Captain America wird weitergehen, aber mit anderen Darstellern. Weiß ich nicht, ob Leute so noch so große Lust auf das haben. Ja. Deswegen, es ist halt das Gleiche, es ist ein bisschen auch wie bei Star Wars, finde ich. Also klar, die Sequels haben auch noch immer ganz gut funktioniert, wenn man sich die puren, reinen Box-Office-Numbers ansieht. Weil es Star Wars ist. Eben, aber genau, es kann anderer Grund. Weil Star Wars halt es geschafft, Star Wars, das muss man Star Wars lassen, auch wenn es qualitativ immer schlechter worden ist. Es hat es geschafft, seit den 70ern auf einem konstant hohen Niveau zu bleiben. Aber was die Begeisterung für junge oder für neue Generationen betrifft, das hat es absolut geschafft. Aber weil natürlich das Marketing und der popkulturelle Faktor ist natürlich immens bei Star Wars, das darf man nicht unterschätzen. Aber stellen wir uns jetzt zum Beispiel vor, es kommt eine neue Der Pate-Reihe. Wow. Wird das funktionieren? Nein. Ich habe gerade letztens nämlich schon ein paar Specials geschrieben und eins von diesen Specials war Filme, die ihr bitte, liebes Hollywood, auf jeden Fall in Ruhe lassen müsst. Gell? Da steht der Pate drauf. So, kommt's ja nicht auf blöde Ideen. Das ist diese Recycling-Masche, die man jetzt in Hollywood fährt, die halt ich schon nicht mehr aus. Die halt ich wirklich nicht mehr aus. Das ist ganz, ganz schlimm. Das finde ich übrigens wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Darf ich das an der Stelle einmal ganz schnell deponieren? Das ist fürchterlich. Jedes noch so kleine Franchise wird jetzt plötzlich soft rebootet, beziehungsweise dieses Nostalgia-Reboot wird da rausgekramt. Plötzlich, ich kann über den Film nichts sagen, weiß nicht, ob ich mich freue, aber ich bin gespannt. Jurassic World Dominion, der Trailer geht mir seit 6 Monaten über den Screen, ja. Bombt mir meine Augen zu und plötzlich steht da Sam Neill mit Laura Dern und ich denke mir, ja, wenn es klappt, gell? Aber das waren jetzt aber beides nicht Charaktere, wo ich mir gedacht habe, aber den möchte ich jetzt aber unbedingt nochmal sehen. Das macht Hollywood jetzt. Das ist die neue Idee. So kriegst du alte und neue Generationen ins Kino. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Weil vor allem finde ich es dann schwierig, wenn man sich nur auf das verlässt und es verabsäumt, eine Story zu erzählen, die alle abholt. Das ist nämlich meiner Meinung nach wie vor das Wichtigste. Martin, die Filme, man muss halt bedenken, dass Leute, die Jurassic Park oder Jurassic World Fans sind, dass die halt genau in den Film gehen, weil diese alten Charaktere, in die man sich damals verliebt hat, wieder auftreten. Ja, wird schon so. Ich meine, okay, Jurassic World 1 mit Bryce Dallas Howard und wie heißt der, Chris Pratt, haben auch gut funktioniert und da waren die alten Darsteller auch nicht dabei. Das war richtig erfolgreich. Keine Frage, aber vielleicht ist es einfach die Masche oder die Schiene, die man jetzt fahren muss, damit man die Leute noch ins Kino kriegt. Das ist überall. Schau allein die letzten 2 Jahre an, wie viel Nostalgia-Reboots das es gegeben hat. Also das ist da Wahnsinn. Da kommt jetzt der zweite Teil vom Reboot. Bitte was? Von was? Von Ghostbusters. Gut, der war gut. Der war gut. Okay, aber es kommt jetzt noch ein zusätzlicher Teil. Ja, weiß ich nicht. Das brauche ich nicht. Der war super. Der erste war, also der neue, nicht der 2016er bitte, aber der war gut. Der war wirklich gut, der hat dann einen Charme gehabt. Scream. Ich kann mit dem recht wenig anfangen. Ich kann mit dem schon was anfangen, weil sonst hätte ja Ghostbusters bei mir nicht funktioniert. Aber ich kann nur dann was anfangen damit, wenn es mir innerhalb dieses Films an Sinn gibt. Und es fühlt sich sehr, sehr oft einfach nur genau nach dem an. Weißt du was, der muss aber erfolgreich sein und wir brauchen aber die Leute, die damals schon im Kino waren. Deswegen, wisst was, hauen wir die rein und passt schon. Und das ist mir zu wenig. Das mag ich nicht. Dann macht es, wenn schon, dann macht es gescheit. Ich finde das Paradebeispiel für die Sorge, die ich jetzt äußere mit, wo will das MCU hin jetzt, wo alle Helden die eigenen Stories abgeschlossen sind. Das widerfährt Harry Potter gerade. Ja. Den fantastischen Tierwesen. Ja, das ist jetzt quasi tot. Es ist tot. Es wird keinen vierten Teil geben, da bin ich mir relativ sicher. Nach dem. Außer als deutsche Produktion, weil er in Deutschland so wahnsinnig gut funktioniert hat. Genau, da werden sie sich vielleicht irgendwas einfallen lassen, aber auf amerikanischen Boden keine Chance mehr. Weiß ich nicht. Auch viele schwenken jetzt in den Serienbereich um, weil man einfach merkt, ja, Serien funktionieren einfach wieder deutlich besser, als es Filme tun. Deswegen ist halt meine Angst groß, dass es wieder so in 5 bis 10 Jahren einfach
Filmdürre haben werden, noch mehr als jetzt. Und jetzt haben wir schon eine Dürre. Ja. Und dass da vielleicht nur noch so alle 2-3 Monate irgendwas kommt, worauf man sich freuen kann. Und das, da ist meine Angst schon enorm. Ich meine, es gibt immer noch, natürlich haben wir Filmemacher wie einen Robert Eggers oder einen Ari Aster, die jetzt im Kommen sind und noch im besten Alter sind. Die sind ja Mitte 30 oder so, also das ist ja nichts. Ein Martin Scorsese macht mit fast 80 noch immer hochkarätige Filme. So ist. Die werden halt dann auch nicht aufhören, ihrer Profession nachzugehen, das ist keine Frage. Aber ob sich das im Kino durchsetzen kann, I doubt it. Weil das hat man jetzt auch anhand von The Northman gesehen, Robert Eggers, klar. Den hat man vorher vielleicht jetzt als durchschnittlicher Filmfan nicht unbedingt gekannt, weil mit The Lighthouse und The Witch, das waren jetzt keine Filme, für die man ins Kino gestürmt ist. Und das haben sie jetzt auch für The Northman nicht. Ein Film, der jetzt vielleicht noch eher als, vor allem im Trailer macht es sich schon, oder auch in der Kampagne oder im Marketing macht sich das eher schon als Wikinger-Blockbuster. Ja, genau. Und da sehe ich auch den Grund dafür, warum der so gefloppt ist. Ja, aber Vikings, die Serie hat ja auch funktioniert. Also Leute, oder auch, ja. Also klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber Vicky und die starken Männer ist ja... Ja. Nein, ey, gut. Die Leute hätten schon Lust auf so ein Wikinger Braveheart gehabt, gell? Das merkt man schon, weil es ist er halt nicht. Der Northman ist kein Braveheart. Der Northman ist halt ein Eggers-Film. Und das war wirklich, das war arg. Wie ich da im Kino drin gesessen bin, das war eine einhellige Stimmung von den Leuten, die da ausgegangen sind. Also 80% waren Brennhaas. Wirklich? Ja. Wie viel waren es? Warte, wie viele Leute waren im Kino? Ach, das war eigentlich gar nicht so schlecht gefüllt, der Saal. Ich würde einmal halb voll, aber es war OV. Dementsprechend, der war gar nicht so schlecht. Mhm. Aber 80% waren Brennhaas nach dem Film. Weil das, was soll der Scheiß? Mhm. Gell? Okay, das hat, mit das, der Erwartungshaltung. Ja. Nein, ja, klar. Das ist, das wundert mich überhaupt nicht, dass der so, weil. Ja. Okay. das ist halt also eine Geschichte, das ist eine endlose Diskussion, die man da leider aufmachen kann. Ich verstehe es nur so bedingt, weil das war halt einfach Kino und da kriegt man vielleicht eine gute Brücke. Kino war eben, so wie ich gesagt habe vorher, Kino war für mich immer so ein Platz, wo man Sachen sieht, die nicht alltäglich sind. Wo man sich einmal auf was einlassen muss, wo man sich einmal aus seiner Komfortzone heraus bewegen kann, ganz gerne mal für so 1-2 Stunden. Und dieses Risiko, seien es jetzt die Ticketpreise, ist es was anderes, dieses Risiko gehen mir zu wenig Leute mittlerweile. Also einfach nur diesen Willen zu sagen, weißt du was, heute gehen wir ins Kino und wir schauen einmal, was läuft. Das war nämlich früher ganz normal, dass man einfach mal ins Kino gegangen ist und geschaut hat, weißt du was, Karten kostet 5 Euro heute. Wir schauen uns einfach mal an, was läuft. Ja. Und dann lesen wir uns ganz kurz, da vorne hat es eine Map gegeben, wo ganz kurz der Inhalt war. Und weil das klingt geil, das schauen wir uns an. Und das geht nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr so. Mittlerweile gehen die Leute in das, was sie kennen. Weil ein altkärntner Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und das ist genau das, was man jetzt im Kino im Grunde immer mehr zu sehen kriegt. Braucht man sich nur im Foyer aufhalten, auf welche Filme freuen sich die Leute, auf welche Plakate schauen die Leute. Das ist halt einfach immer das Gleiche. Da geht, das ist, dieser Schritt aus der eigenen Komfortzone, der passiert mir viel zu selten. Und da sind alle gefordert, die Kino lieben und auch, meiner Meinung nach, die Filme lieben. Und dazu gehören auch die Kinobetreiber. Und dazu gehören auch die Studios. Aber vor allem auch die Kinobetreiber, die gehören da in die Pflicht. Weil dafür muss ich sorgen, als Kino. Dafür muss ich, deswegen mache ich das. Nicht nur, damit die, klar, die Blockbuster bringen mir Kohle, vollkommen klar. Nur Ticketpreise für Überleben des Kinos sind nicht unbedingt die Ticketpreise für die Kinokarten entscheidend, sondern da geht es um andere Dinge. Gell? Da geht es vor allem um Concessions und vor allem um andere Einkünfte. Da ist jetzt wurscht, welcher Film das ist. Da gehört, das gehört einfach wieder gefördert, dass man die Möglichkeiten schafft, dass man dieses Risiko, dass man diese Risiken wieder mehr und öfter gehen kann. Meiner Meinung nach. Ja, aber Money rules und das wird halt immer schlimmer, klar, und immer eklatanter. Deswegen, leider. Was du ja gerade richtigerweise gesagt hast, die Leute gehen nur noch in Filme, die sie kennen. Sprich, es gibt immer mehr, also Eskapismus, was auch gut ist, Eskapismus soll er gern sein, aber Eskapismus wird halt immer mehr und der artet immer mehr aus, weil
in Marvel-Filmen geht man halt im Endeffekt, weil man sie wieder in die Filme, weil man sie zwei Stunden in diese Welt wieder reinversetzen möchte. Und auf andere möchte man sich da aber nicht mehr so unbedingt einlassen. Natürlich spielt auch die Kosten der Kinokarten eine große Rolle, weil gut, 10 Euro für den Northman, weiß ich nicht, das summiert sich dann schon auf, wenn du an die ganzen anderen Kosten, die da anfallen, denkst. Ist wilde, also gehst einmal in ein 3D Dolby Atmos, gell? Da bist in der ersten Woche, also bei uns mit 15,10 € dabei für Kinokarten und hey, ganz ehrlich, Ja, bestes Beispiel aus meiner Generation jetzt, eben, das ist halt die TikTok, Insta, Social Media Generation, wo halt die Aufmerksamkeitsspanne immer dünner und kürzer wird und da reicht sie manchmal dann auch nur noch so wie für maximal 5 Minuten und das sind halt, gute 115 Minuten zu wenig, um sich auf einen ganzen Film einzulassen, würde ich mal sagen. Ja, ja. So dramatisch ist es jetzt vielleicht auch noch nicht, aber jetzt einmal das ein bisschen überzeichnet zu beschreiben. Aber es ist im Endeffekt so, weil ich will jetzt meine Freunde nicht fronten, aber zum Beispiel, ich habe einen guten Bekannten, einen guten Freund, der Dune zum Beispiel Fahrt gefunden hat. Das ist schön und gut. Dune ist langsam. Dune erzählt keine großartige, intime, weltbewegende, emotionale Geschichte. Es sind halt einfach die Bilder, auf die man sich einlassen muss. Und für mich ist das halt einfach bezeichnend oder symptomatisch dafür, dass Leute immer weniger Interesse, also zumindest Leute, die keine Filmfans sind, so wie wir, sich immer weniger auf Bilder einlassen möchten. Ja. Weil das Hollywood-Marketing sehr, sehr gut hinbekommen hat, über die letzten 10, 15 Jahre die Leute auf absolutes Mittelmaß zu konditionieren. Das hat man sehr, sehr gut hinbekommen. Im gesamten Marketing, in der gesamten Herangehensweise, das ist wunderbar gegangen. Dieses solide als das Neue großartig hinzustellen. Und das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Da haben sie ganze Arbeit geleistet. Filme genießen ja auch bei vielen einfach nicht den besten Ruf. Also viele, also wenn ihr jetzt sagen würdet, wenn ihr jetzt einmal erzählen würdet, ich habe jetzt letztens das Buch gelesen. Ich sag's da, die Person wäre, also jede zweite Person wäre begeistert, würde Fragen stellen, wäre interessiert dran, was hast du, wer war der Autor, wie war das Buch, etc. so fort. Bei Filmen ist es so, ah cool, war er gut, ja, passt. Da will halt die lieber drauf einlassen, es interessiert halt einfach kein Schwein mehr, weil für viele geraten Filme halt direkt in Verruf, weil es einem eckige Augen verleiht oder so, weiß ich nicht. Und alle anderen, die aber die ganze Zeit auf ihr Smartphone schauen und ich will jetzt keinen TikTok-Rant starten. Doch, machen wir. Ich bin voll bei dir. Und das ist dann wieder okay. Das regt mir halt einfach auf. Vielleicht bin ich da so ein bisschen der alte Opa, der runterschaut auf die gleichaltigen Kinder, die, keine Ahnung, im Kreis stehen und TikTok schauen und laut Musik hören. Aber so soll es dann halt einfach sein. Das ist halt einfach meine Mentalität. I don't know. Nein, das passt aber schon. Es bereitet mir einfach großes Sorgenfalten. Und ich habe echt Angst davor, dass es in ein paar Jahren vielleicht gar keine neuen Filme mehr gibt, sondern ich nur noch alte schauen kann und mich dran zurückerinnern muss und ja, wie cool das damals war. Man ist in dem Thema sehr, sehr schnell verleitet, da irgendeine ganz, 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 ganz pessimistischen Zukunftsvisionen auf den Tisch zu knallen, gell? Also ich habe mir das durchaus auch schon einmal durch den Kopf gehen lassen. Wie schaue denn eigentlich so eine Kino-Zukunft aus, wenn ich sie mir jetzt malen müsste? Also wenn ich sage, wie glaube ich, dass es ist? Ich komme dabei keine schönen Geschichte raus, muss ich wirklich dazu sagen. Das ist keine schöne. Was ist denn deine Prognose? Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, aber was ist jetzt einfach mal out of the blue? In 10 Jahren, ich würde vermuten, wenn ich jetzt ganz, ganz pessimistisch wäre, nachdem die Serienlandschaft so super funktioniert, aber gleichzeitig so schnelllebig ist, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann einmal Einzug halten wird, dass man gewisse Produkte, also Filme und auch teilweise Miniserien, vorwiegend auf Streaming-Plattformen finden wird und für die Full Experience dann noch einen Beitrag drauflegen kann, dass man das doch noch einmal im Kino anschauen kann. Also quasi Alternative Cuts oder so. Das wäre so mein Take. Ich glaube, das wird irgendwann mal kommen, dass man quasi dort so einen Teaser kriegt und die Langfassung kannst du dann anschauen für mehr Euro. Ich hoffe nicht, sage ich gleich dazu, weil das wäre traurig. Das wäre böse. Das klingt erschreckend. Nein, ist so. Also ich komme, bitte alle nicht böse sein. Ich komme auch bei keinen schöneren Geschichten raus.
Gell? Weil etwas, was wir jetzt noch gar nicht angeredet haben, was ich aber ganz kurz einfach nur mal reinschmeißen will, weil das wäre ein Thema für einen extra Podcast, für eine extra Episode, ich sage es einfach nur, wenn ihr ins Kino geht, Leute da draußen, dann reißt euch verdammt noch einmal zusammen im Kinosaal und verhaltet euch wie normale Menschen, wie zivilisierte Leute, die zahlen für den Film und sich interessieren für den Film. Und wenn es euch nicht interessiert, dann verschwindet euch aus dem Saal und lasst uns in Ruhe. Dankeschön. So, das war die... Das war mein Drop. Ja. Nein, wirklich, weil ich habe jetzt sowohl bei The Northman habe ich das gehabt, als auch bei Doctor Strange habe ich das gehabt. Und eigentlich bei Strange mehr als wurscht, aber bei beide Vorstellungen habe ich wieder Audiokommentar genossen für die gesamte Lauflänge hinter mir. Ich habe wieder Fies im Nacken gehabt. Ich habe wieder Nachos unter meine Fußsohlen gefunden. Wisst was? Ganz ehrlich. Das ist, und ich gehe nicht in große Cineplexe. Ich gehe in kleine Kinos. Und es ist mittlerweile schon so, dass sich die Leute sogar im kleinen Kino nicht mehr zusammenreisen können. Also mittlerweile hast du genau eine Chance. Entweder du gehst ins Filmstudio, in irgendeinen taiwanesischen oder indonesischen Film in OV ohne Untertitel, oder du hast Arschlöcher im Kino. Eins vom Baden. Das ist wirklich ein Problem. Und da sind jetzt wirklich, und da nehme ich überhaupt keine Rücksicht mehr, das sind nur die Kinoketten, die da gefordert sind. Und zwar nur. Nur. Ja. Weil wenn ich sehe, dass bei der Kinokasse bei Doctor Strange steht ein Mann mit seinem kleinen Frotz, ja, der, also, und ich kenne mich mit Kindern ein bisschen aus, ich arbeite lange schon mit denen, gell, der war aber auf keinen Fall älter wie 8. Auf keinen einzigen Fall war der älter wie 8 Jahre, der Bub. Und die, okay, 2 Karten für Dr. Strange, gerne, bitte, was darf's denn sein, gleich letzte Reihe Mitte und mit einem großen Popcorn-Kübel und mit einem großen Nacho und mit 2 Grad. Und dann sitzt der Fotz den ganzen Film und versteht nichts, weil es OV, da denke ich mir, Alter, was geht mit euch? Kennst ihr vielleicht einfach mal sagen, na, du bist jung, erstens, und zweitens, das ist ein OV, du wirst nichts verstehen. Das sind 2 Sätze. 2 Sätze und alle anderen haben einen coolen Filmabend. Na, weil wir brauchen natürlich das Geld von dem kleinen 8-Jährigen und von seinem Papa. Da kriege ich so einen Hass, echt. Da kriege ich so einen Hals. Das war Martins Avatar-Rant. Na, wirklich. Ja. Das ist für mich ein Reizthema. Nein, ich verstehe es. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin jetzt mit Popcorn beworfen worden. Nein, ich kapiere es nicht. Ich meine, es ist ja Kinokarten. Jeder regt sich auf. Kino ist so teuer. Kino ist so teuer, das ist so exklusiv, das kann sich kein Mensch mehr leisten. Und trotzdem können sich gewisse asoziale Elemente immer noch leisten, da eine zu sitzen und sich wie die ersten Neandertaler aufzuführen. Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht. Warum? Ja. Da war mir das Geld schade. Ja, ich finde schon, also bei mir fängt es schon damit an, wenn Leute während dem Film die ganze Zeit reden. Also das ist schon sowas. Audiokommentar von hinten. Ja, genau. Beim Northman, das war, ich meine, natürlich ladet der Film ein bisschen ein, weil er ist weird, aber die ganze, was war das? Was hat der jetzt gesagt? Ich kapiere das nicht. Was war das jetzt? Ja, aber so ein Scheiß. Na, aber das musst du mir jetzt nochmal erklären. Was kommt der die ganze Zeit? Ja. Ja, wenigstens eben. Und umso dankbarer bin ich dafür, dass es noch immer Leute wie dich gibt, dass wir uns die da gefunden haben und uns immer noch abnörden können über unsere große Leidenschaft, über unsere große Liebe, Film. Weil solche Leute wird es auch immer noch geben. Wo bist du in 10 Jahren? Was glaubst du? Ich glaube, es wird immer Filmemacher geben. Es wird auch genauso Schauspieler immer geben. Deswegen, ja, Filme werden nicht einfach tot sein irgendwann. Es wird nicht einfach auf, oder Hollywood wird nicht einfach sagen, wir sperren zu. Das wird nicht passieren. Es sind einfach so viele Menschen, die viel Macht haben, die viel Geld haben, die aus anderen Branchen kommen, sei es The Rock, sei es John Cena, etc. so fort. Die haben einfach so viel Einfluss, dass es immer weiter Filme geben wird und Franchises, etc. so fort. Ich glaube halt leider, dass der momentane Trend der Franchisierung, Sequels, Spin-offs, Prequels, whatever, das wird weitergehen. Das wird auch immer extremer werden. Es geht noch mehr, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und was man jetzt sowieso immer vermehrt sieht, was früher halt gar nicht der Fall war, zum Beispiel, dass große A-Lister-Schauspieler zu beginnen, Miniserien zu produzieren oder in die Serienlandschaft umzuziehen und halt immer weniger Filme raus. Also die großen Movie-Stars werden halt weiter aussterben. Die gibt es jetzt schon kaum nicht mehr. Wird es in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr geben.
umso erfreuter bin ich, dass ein Film wie Everything Everywhere All at Once einen Kinokassen doch für einen Arthouse-Film, weil es ist es ja im Endeffekt, ja doch remarkable funktioniert. Und das verleiht mir doch einen ganz, ganz mini kleinen Funken Hoffnung, ohne natürlich den Sinn für Realität nicht zu verlieren. Ja. Dass es nur genauso ein One-Time-Thing sein kann. Ich hoffe, ich kann dir da in 2 Wochen recht geben, denn für die nächste Woche spielt der in Kärnten nirgends. Ich hoffe, wir reden noch nächste Woche nochmal und dann kann ich da sagen, nein, das war schon, der hat dann doch ein Startdatum gekriegt, weil ja, der Druck groß genug war. Ist ein A24, die haben nie gut funktioniert an den Kinokassen. Aber so, aber der hat auch, das stimmt, Overseas hat es gepasst und das ist der wichtige Markt. Gell? Also da muss das passen. Jo. So. Wir wollen trotzdem optimistisch irgendwo enden. Gell, das ist nach dem Thema gar nicht so einfach, aber wir werden es versuchen. Dazu hast auch du eine super Idee gehabt. Und zwar hast du dir gedacht, wir wollen einmal über 3 Filme jeweils ganz kurz wirklich sprechen, die an den Kinokassen so gar nicht funktioniert haben, aus dem oder dem oder dem Grund, wo wir aber sagen, na, das verstehen wir nicht so ganz. Dem hätten wir das gewünscht, dass der besser funktioniert. Weil der vielleicht gar nicht so blöd war, eigentlich. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was du da als Nummer 1, also als erste Wahl einmal hast für einen Film. Eigentlich ist das Thema ja gar nicht so positiv, oder? Wir bleiben hier klar im Negativen. Naja, aber wir gehen da so, also so schlecht hätte es nicht sein müssen. Ja, das hätte schon ein bisschen. Ja. Aber negativ, also schlechte Auswirkung halt. Ja, so ist es. Okay. Also was mir in der Liste der Biggest Box Office Flops, Bombs und Flops aufgefallen ist, Tenet. Weil ich bin nicht der größte Tenet-Fan. Es ist sicher einer der schlechtesten Nolan-Filme. Das ist eindeutig so. Ja. Aber es ist ein Film, der im Kino durchaus funktionieren sollte. Und das hat er nicht. Okay, es war in einem Jahr, Pandemie. Es war kurz nachdem die Kinos wieder aufgemacht haben und viele wussten wahrscheinlich selber noch gar nicht, dass die Kinos überhaupt wieder offen haben und so weiter und so fort, aber es war noch immer ein Nolan-Film. Ja. Ich meine, mit 363 Millionen Einspielergebnis bei 200 Budget liest sich nicht so scheiße, aber im Endeffekt, wenn man sich das Production Value, das Marketing, den Regisseur, die Schauspieler und das alles anschaut, dann hätte es ein Gefühl mehr sein müssen. Das ist sicher richtig. Das ist sicher richtig, ja. Ja, da schaue ich jetzt gar nicht drauf, dass mir persönlich der Film so wahnsinnig gut gefallen hat oder wie toll ich den fand oder wie viel Qualität er mitbringt, sondern einfach nur um die ganzen Außenwirkungen, Umstände, die da reinfließen und eigentlich was angerichtet, dass das große Kino-Comeback wird, war es dann nur so lala. So halt. Ja. Der Vollständigkeit halber, wir haben gesagt, wir beschränken uns auf Flop seit 2010, weil sonst wird die Liste einfach zu lang. Korrekt. Ich würde dann nachziehen und einen Film nennen, den du leider noch nicht gesehen hast, weil dir der Screen fällt, aber muss ich da reinnehmen, Blade Runner 2049. Ja. Ist ein veritabler Flop gewesen. Produktion zwischen 150 und 185 Millionen Dollar und eingespielt zu Kasse 260. Das ist eine Katastrophe. Ganz einfach. Der hat damit seinen Vorgänger gemein, der genauso fies Bauch gepflegt hat. Das ist so. Der ist auch schwer zugänglich, das kann ich auch sogar zum Teil ein bisschen verstehen, dass man da sagt, weißt was, das ist mir ein bisschen zu heiß, gell? 3 Stunden, High Sci-Fi, puh, weiß ich nicht, ob ich das so durch den Druck, that being said, ist es aber trotzdem ein Wahnsinn, dass der Film so gedenkt ist, das ist definitiv nicht in Ordnung, also da ist ganz wurscht, ob man den Film jetzt so fantastisch findet wie ich oder nicht. Aber trotzdem muss jeder, der ein bisschen ein Filmverständnis hat, einfach sagen, dass der ist einfach super gemacht. Und das ist definitiv kein Film, der da draufstehen sollte. Definitiv nicht. Ja. Jo, wir haben vorher drüber geredet. Du hast gemeint, das kann man vielleicht nicht unbedingt als Flop in der Form, wo wir gerade drüber reden, sehen. Aber im Endeffekt ist es so, ist jetzt gerade schon ein Flop gewesen. Ja, leider. Weil er hat weniger eingespielt, als er gekostet hat. Und sein Vorgänger war ein Riesenerfolg an den Kinokassen, also ein Riesenerfolg. Aber er war ein Erfolg. Klar, die Vorzeichen standen nicht gut, die Erwartungshaltung war von vielen nicht gut. Was niemand fand, Suicide Squad, den 2016er Film, also
ich glaube, man kann sich auch als größter DC- und Marvel-Fan und Comicbook-Fan darauf einigen, dass es halt einfach kein guter Film ist. Das erkennt auch ein Blinder mit Gehstock. Aber ja, jo, also der Suicide Squad ist halt der Film, der uns beide wahnsinnig begeistert hat. Und woran glaubst du, ist das gelegen eigentlich? Ich kann es mir nicht erklären, weil der Cast hat eigentlich passt. Also Margot Robbie ist als Harley Quinn zurückgekehrt, dann durch die Einführung von Idris Elba oder auch John Cena. Ich meine, John Cena ist kein Box-Office-Star, bei besten Filmen nicht. Aber keine Ahnung. War es der Titel? Das wundert mich bis jetzt. Wahrscheinlich. Also, das ist einfach zu verwirrend war mit Suicide Squad, das Suicide Squad. Mit einem Artikel reißt es dann auch nicht aus, sage ich. Keine Ahnung. Ich kann es mir nämlich auch nicht erklären, weil das ist, der hätte einfach funktionieren müssen, wenn du den Film anschaust. Das überhaupt nicht. Hätte eigentlich der große Sommer-Blockbuster werden sollen. Was eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Ich tue gerade überlegen, was ich da jetzt werden raushau. Was nehme ich da? Weißt du was? Ich gehe ein bisschen eine komische Route. Ich mag es, wenn Filme ein bisschen kreativ sind und ein bisschen Eigenständigkeit versprühen. Das mag ich ganz, ganz gern eigentlich. Und ich finde jetzt nicht, dass das ein großartiger Film ist. Wirklich nicht. Der hat große Probleme. Aber ich finde auch, dass der Film, das taugt mir eigentlich gar nicht, dass der da draufsteht. Das ist ein Film aus dem Jahr 2017 und hat eine Volkssage neu interpretiert mit also sehr fragwürdigen Mitteln teilweise. Und das ist eine große Diskussion, weil da ist unser Team total gesplittet. Gell? Ein paar finden den nämlich wirklich katastrophal und dem schließe ich mich nicht an. Ich finde den nicht katastrophal. Ich finde den nämlich durchaus anschaubar. Mhm. Ich rede da von King Arthur, Legend of the Sword, der mit 175 Millionen Dollar produziert worden ist und ein veritabler Flop zwischen 112 und 150 Millionen war. Und das ist ein Hammer. Das ist einmal, also das ist nicht einmal mehr ein kleiner Flop, das ist ein anständiger Bauchfleck. Der Film ist nicht wirklich gut, vielleicht. Das kann man durchaus so stehen lassen. Der hat viele Probleme. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich hatte schon meine guten Momente mit dem Film und irgendwie verstehe ich das nicht, dass das nicht so funktioniert hat für die Masse. Eigentlich hätte er nämlich schon funktionieren müssen. Gerade Guy Ritchie funktioniert nämlich normalerweise ganz gut im Kino. Ja. Hast du den noch gesehen? Na, hey, gerade zum ersten Mal davon. Okay. Das ist King Arthur Legend of the Sword, ist eben vom Guy Ritchie inszeniert, mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle, Jude Law und Eric Banner. Okay. Ist eine Variation der Artus-Sage, allerdings mit so eindeutigen Hinweisen auf Londoner Street Gangs. Aber es spielt alles im Mittelalter. Aber die haben alle so ein bisschen sehr alternative Frisuren, sagen wir es mal so. Der ist halt sehr stylisch. Und ich glaube, das ist auch für sehr viele Leute ein bisschen ein Problem gewesen. Mhm. Aber ich habe das irgendwie gekauft. Das ist halt genauso, wenn Guy Ritchie einen King Arthur Film macht, dann schaut es wahrscheinlich halt genauso aus. Mhm. Das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, ich habe doch schon genügend Meinungen gehört, die den wirklich ganz, ganz fürchterlich finden. Welchen nimmst du noch? Ja, ich muss im Zuge dieser Besprechung einfach The Last Duel nehmen. Ja, vollkommen okay. Weil das auch ein Film ist, den wir beide sehr gefeiert haben. Ja. Der auch so ein bisschen das Northman-Schicksal, finde ich, einnimmt. Ja. Noch ein bisschen noch deutlich krasser, finde ich sogar. Der Film hat fast 100 Millionen Dollar verloren, was ein Wahnsinn ist. Ja. Weil so viel hat er nämlich gekostet. Ja. Und ja, das ist schon krass, weil es ist erstens ein Ridley Scott-Film. Ich meine, Ridley Scott war jetzt noch nie ein Box-Office-Darling, vor allem in den letzten Jahren nicht, aber auch mit dem Cast, der da mitspielt, das ist mir wirklich ein Rätsel, warum sich für den Film so gar keine Sau interessiert hat. Das, ja, anscheinend mag niemand mehr Historiendramen sehen. Scheint so, keine Ahnung. Braveheart war vielleicht der letzte. Oh nein, ja, es ist Gladiator. Das ist ganz eine komische Geschichte. Also da bin ich auch total bei dir, weil da hat nämlich im Gegensatz dazu das Marketing eigentlich genau das gezeigt, was der Film eigentlich auch war. Also das war schon richtig. Das haben sie schon gut gemacht. Aber irgendwie. Ja, Amy Schumer hat da nicht unbedingt, hat das nicht unbedingt bereichert mit ihrem Joke bei den Oscars, dass den Film eh niemand gesehen hat und whatever, keine Ahnung. Ja.
Willst du jetzt wirklich über Amy Schumer reden? Ich meine, du willst positiv enden. Ich hau noch einen richtig guten Film rein, nämlich Deepwater Horizon aus dem Jahr 2016. Der ist ebenso blöd untergangen. Wenn man weiß, was das in den Film geht, ist das ein bisschen makaber, aber so ist es. Wow, was für ein Film. Deepwater Horizon ist damals durch die Decken gegangen, hat einen Kritikerschnitt von 98% bei Rotten Tomatoes gehabt. Jeder war irgendwie, ja, also awesome-tacular Reviews vom Chance und alles, was dazugehört, und man weiß, wie selten der das macht. Also der ist richtig, richtig, richtig gut angekommen, und irgendwas ist da passiert im Marketing oder in der Herangehensweise, aber den hat kein Mensch gesehen und das verstehe ich nicht. Ja, es ist Marky Mark Wahlberg, ich weiß, aber es ist auch Peter Berg am Regiestuhl, der damals noch mit Wahlberg ein Dream Team war. Das war ihre erste Zusammenarbeit. Danach ist dann noch der Boston gekommen, der auch grandios ist. Aber der war echt intensiv, der war wirklich cool und der hat auch wirklich der war zweifach Oscar-nominiert, der Film. Echt? Der hat, ja, Sound Editing und Visual Effects, der hat den BAFTA für besten Sound gewonnen. Also das war, der war auch critically acclaimed, der Film. Toronto Release, ja. Hat das super Casting, Wahlberg, Russell, Malkovich, Gina Rodriguez, Kate Hudson. Ja, irgendwas ist da schiefgegangen. Ganz, ganz gewaltig. Der hat 61,4 Millionen Dollar in den Vereinigten Staaten und Kanada eingespielt. Das ist eine veritable Bombe gewesen. Und ich weiß nicht, ist da irgendwas beim Marketing schiefgegangen? Keine Ahnung. Verstehe nicht. Ja. Ich hab mir den Film angeschaut, ich war absolut begeistert. Das ist ein toller Film. Ich habe auch nie was von dem gehört. Vielleicht spricht das eh schon Bände. Also, eben. Solltest du dir anschauen. Der ist super. Da geht es um diese Katastrophe auf der BP-Bohrinsel. Okay. Wie das alles in die Luft geflogen ist. Und Mark Wahlberg spielt da einen Techniker, der dort auf der Bohrinsel ist. Super. Ein Katastrophenfilm, genauso wie er sein soll, aber sehr, sehr intensiv, sehr intim vor allem gefilmt. Und das kapiere ich nicht. Da sieht man einmal, Marketing ist nicht zu verachten. Ja. Mach da was falsch, dann beißt dir das ganz, ganz fest in den Hintern. Spannend. Okay. So ist es. Gut, Severin, danke schön für deine Zeit auch heute wieder. Auch wenn jetzt das Thema nicht so positiv war, tut mir leid. In der Jubiläumsfolge vor allem. So ist aber weißt du eigentlich, wie vielte Folge das ist? Das wollte ich schon mal fragen. Ach Gott, nein, nicht genau, tatsächlich. Warst du's? Warte, ich schau mal noch. Das würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren. Live-Recherche. Das sollte man vielleicht schon nochmal sagen. Ja, na, auf jeden Fall. An dieser Stelle bleibt uns eigentlich nur unserem Publikum aber auf jeden Fall Danke zu sagen, denn ihr schaltet ein, ihr hört uns zu. Wenn wir zwar über Filme reden, das freut uns immer, immer sehr. Und wir bleiben an der Stelle auf jeden Fall dran. Wir werden jetzt dann in absehbarer Zeit einmal ein kleines Reassessment machen, uns einmal ein bisschen zur Beratung auch zurückziehen. Nach genau einem Jahr, glaube ich, kehrt sich das mal. Ja. Und einmal zu schauen, wie wir da weiterfahren, wie wir das weiter bespielen. Aber wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Das können wir an der Stelle, glaube ich, schon versprechen. Und hast du mittlerweile gefunden, wie viele Folgen es sind? Das ist jetzt die 28. Na, bitte sehr. Also, 28 Folgen haben wir schon geschafft. Und auf die nächsten 28 Videos dann an der Stelle sagen. Sevi, an der Stelle auch an dich einmal ein ganz herzliches Danke, dass du dir immer Zeit nimmst. Danke dir. In regelmäßigen Abständen. Und auch immer mehr in die gestalterische Rolle hinein findest. Das ist ganz, ganz super. Das ist wirklich lässig, wenn nämlich auch gerade so die Themen daher schwappen und wir uns da quasi echt ergänzen, dann kommt da Vielfalt raus und das ist immer gut. Das ist immer lässig. Absolut. Ja. So, an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke noch einmal auch diese Woche fürs Zuhören. Bleibt uns gesund, viel Spaß beim Kino gehen, falls es was gibt. Soll ja so sein, dass anscheinend nächste Woche ein ganz toller Film mit Tom Cruise starten wird. Wir, seid euch sicher, werden dann relativ bald auch über diesen Film zu reden kommen. Da habe ich so eine Vorahnung. Also, an der Stelle, alles Gute, bleibt uns gesund, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und Baba. Tschüssi. Ja.